schwer macht, dass das Russland in der Nähe von Sochi im Jahr 2014 der erste russische Formel 1 Grand Prix der Geschichte abgehalten werden soll. Da hat viel, viel Promotionsarbeit gegeben. Man ist dort mit einem Formel 1 Auto durch eine abgesperrte Innenstadt gefahren und eben bei diesen Schauveranstaltungen kommt auch hier von der Renault Sports Show zum Einsatz. Geht da mal ordentlich mit durch, um dann diesen Arm höchstens wieder zu bringen. Wir haben heute im Laufe der anderen Shows schon gesehen, man ist sogar in der Lage, einen 360-Grad-Drehungs-Informationsflug zu zelebrieren. Ich hoffe mal, man wird Ihnen das auch jetzt nicht vorenthalten, wenn sich das Wetter verschlechtert, die Sicherheit steht natürlich auch bei diesen Demonstrationen hier an allererster Stelle. Aber ich sage ja, man wird das trotzdem nicht vorenthalten. Jetzt kommt man das Ganze auch aufgenommen.